Hallihallo. As the last part of your Maxis und Megas Kinderklassen, we're going to read a book together, okay? I'll pre-read and then you can follow, okay? It's basically exactly what you don't want to have happen in a school. Baba Papas Schule. Das ist das Haus, wo die Barbapapa-Familie drin lebt. Die Zwillinge haben heute ihren ersten Schultag. Barbapapa, Barbamama und alle ihre Kinder freuen sich mit ihnen und begleiten sie zur Schule. Schau mal hier. Wo sind die Zwillinge? Do you know what that is, Zwillinge? Zwillinge sind zwei Geschwister, die am selben Tag geboren werden. Und das ist das Dorf. Und die Zwillinge gehen zum ersten Mal. Als sie dort angekommen sind, sind sie entsetzt. Entsetzt sind sie. Gottes Willen, was geht denn hier ab? Sie sehen ein schreckliches Durcheinander. Die Schüler machen Krach und so viel Unsinn, dass der Lehrer vor Verzweiflung aus der Klasse läuft. Schau mal, die sind ja gemein. Der geht so, ich habe Angst vor den Schülern hier. Okay, und jetzt lese ich und dann lest ihr. Schau mal. Er beklagt sich beim Schuldirektor. Und jetzt ihr? Der Lehrplan sei nicht gut. Und jetzt du? Die Kinder hätten an nichts Freude und keinen Respekt vor Erwachsenen, nicht einmal vor einem Polizisten. Und jetzt du? Barbapapa hört das alles. Ihm fällt aber auf, dass die Kinder an manchen Dingen durchaus Freude haben. Jetzt kommst du. Barbapapa? Als Baba Lala und Baba Wum zum Beispiel auf dem Schulhof Musik machen, gefällt das einigen Kindern sehr. Jetzt du? Sie singen mit und tanzen dazu. Seht ihr die Kinder hier? Sie singen mit und tanzen dazu. Die Eltern und der Schuldirektor sind über das schlechte Benehmen der Schüler erschüttert. Noch einmal. Die Eltern und der Schuldirektor sind über das schlechte Benehmen der Schüler erschüttert. Sie wollen etwas dagegen tun. Und jetzt du? Manche Eltern denken, dass die Kinder streng bestrafen müssen. Entschuldigung, I read that wrong. Noch einmal. Manche Eltern denken, dass sie die Kinder streng bestrafen müssten. Baba Papa ist damit gar nicht einverstanden. Oh, nein, sagt Erna. Baba Papa ist damit gar nicht einverstanden. Und jetzt du. Er meint,
dass Kinder gern lernen, aber nur das, was ihnen Spaß macht. Jetzt kommst du. Manche Kinder mögen gern Musik. Andere interessieren sich, wie Baba Kuss, mehr für Tiere. Manche Kinder, jetzt kommst du. Haha, habt ihr gemerkt, ha? I read this wrong. Manche Kinder mögen Musik gern. Ganz toll, super gemerkt. Oh, schau mal hier. Oh, kennt ihr diese Vögel? Das ist ein Storch. Das ist ein Pelikan vielleicht, ja? Das ist ein Fischreiher, das ist eine Möwe, eine Art Ente. Und hier ist der Barbarix. Baba Papas Meinung gefällt dem Schuldirektor nicht, denn seine Kinder lieben wie Barbarix alles Technische. Er aber will, dass sie später einmal Schuldirektor werden, so wie er. Eieiei, das ist a long sentence. Jetzt kommt ihr. Baba Papas Meinung gefällt dem Schuldirektor nicht, denn seine Kinder lieben wie Baba. So wie er. Unter den Schülern gibt es einen Jungen, der hat schwarze, struppige Haare wie Baba Bo und er will auch Künstler werden. Amongst, unter den Schülern, jetzt kommst du, unter den Schülern gibt es Baba Papa macht den Vorschlag, den Unterricht neu zu gestalten. Jetzt kommst du. In den Schulstunden soll nur das vorkommen, was den Kindern Spaß macht. In den Schulstunden die Eltern und der Direktor halten nicht viel von Baba Papas Vorschlag. Trotzdem wollen sie den Versuch wagen. Jetzt kommst du. Die Eltern und der Direktor. Alle einsteigen in den Baba Papa Schulbus. Alle einsteigen. Schau mal hier. Hier tanzen alle. Oh, die Baba Lala, die dirigiert, ne? Die dirigiert mit dem Dirigierstab. Oh. Und hier spielen sie, der spielt Harfe, der spielt Schlagzeug und Flöte. Jedes Kind mag gerne etwas anderes machen. Die flicken gerade ein Motorrad. Und die installieren eine Antenne. Oh, und jedes Baba-Kind oder jeder Baba-Papa kann sich verändern in der Figur, kann sich verwandeln in eine andere Form. Und deswegen sind die Baba-Papas so gut im Erklären, weil sie alles vorführen können. Baba Bo malt gerne. Und die Zwillinge pflanzen Karotten. Baba Kuss zeigt Claudine, dass das Fliegenpilze sind. Die darf man nicht essen, die sind giftig. Baba Letta zeigt den Kindern, wie man ein Bauhaus baut. Ein Baumhaus baut. Oh, und schau mal hier. Hier lernt Claudine, Tiere zu beobachten mit Baba Kuss, sie zu zeichnen und zu fotografieren
ohne sie zu stören oder sie zu verletzen. Entschuldigung. Und in Baba Bos Malstunde darf jeder an die Wände malen, was er will und so gut er kann. Baba Mama zeigt den Kindern, wie man töpfert, wie man aus Lehm Töpfe macht. Sie selbst steht auch Modell. Ist ja hübsch, ha? Aber auch beim besten Unterricht müssen die Kinder zwischendurch tüchtig toben können. Budi prügeln sich ja. In Baba Papas Schule gibt es für Spiel und Sport täglich eine Doppelstunde. Baba Wum ist dafür zuständig. Baba Letta kümmert sich darum, dass die Kinder lesen und schreiben lernen. Es gibt bei ihr nur kurze Stunden. Sobald sie merkt, dass die Kinder ermüden, hört sie mit dem Unterricht auf. Kein Wunder, dass alle von Baba Papas Schule begeistert sind. Der Lehrer ist zurückgekommen und übernimmt den Mathematikunterricht. Oh, schau mal, hier gibt's ein schönes Fest. Ganz ein tolles Fest. Jetzt hört mal schnell. Diese zwei Seiten werde ich euch schicken. These last two pages I'm going to take a photo of and I will send it to you. And I would like for you to record yourself reading it out loud. And maybe you can send that to me. Das ist auch Hausaufgaben. Okay, das geht dann so, schau. Am Ende des Schuljahres gibt es dann ein großes Baba-Papa-Schulfest. You just film yourself or you have somebody film you as you are reading out loud. Okay, wisst ihr was? Das waren schon wieder die Kinderklassen. Baraba, tschüss, tschüss, auf Wiedersehen, baraba, tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Es war so schön, euch heute zu sehen. Nun ist Zeit zum Nachhause gehen. Und bald sehen wir uns wieder und singen viele schöne Lieder. Und bald sehen wir uns wieder und singen viele schöne Lieder. Aber tschüss, tschüss, auf Wiedersehen. Da-da-da, tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao. Oh, bis nächste Woche. Wir vermissen euch so sehr. Ciao, ciao.